Hi Leute, hier ist Christian Gains und ich kommentiere heute meinen Pooltag. Also als erstes habe ich mich aufgewärmt und wir sehen jetzt hier auf dem Video, wie ich einen zweiten Warm-Up-Satz mache mit T-Bar-Ruder mit Brustplatte. Genau. Und dann ist das Highlight hier auch schon im zweiten Clip. Ich mache 3 Sätze T-Bar-Rudern und ich habe meinen persönlichen Rekord bei 105 Kilo aufgestellt. Yes, 5 Wiederholungen. Als nächstes habe ich einen zweiten Topsatz gemacht, also eine Scheibe runtergenommen und dann habe ich auch hier 6 Wiederholungen geschafft. Ich sollte eigentlich 8 Wiederholungen anpeilen, aber ich dachte mir an diesem Tag, ach komm, wenn schon, denn schon, wenn die Kamera schon steht, dann sollte man auch zeigen, was man kann. Also als drittes kam dann der Backoff-Satz. Das ist wieder mit deutlich weniger Gewicht, diesmal 80 Kilo. Hier habe ich 11 Wiederholungen geschafft, hier habe ich das Video gekürzt, damit es sich nicht hier in die Länge zieht. Als nächstes habe ich dann High Row gemacht, das wäre eigentlich die erste Übung gewesen. High Row mache ich für den oberen Rücken. Ich habe mich so hingesetzt, dass es eben den Trapez auch gut trifft. Gegen Ende gibt es einen leichten Stretch. Yes, und dann hänge ich immer etwas aus und ziehe nach hinten. Jetzt habe ich dann 3 Sätze gemacht, 10 bis 12 Wiederholungen. Die nächste Übung ist der Iliac Pulldown. Man sucht sich einen bestimmten Winkel. Es ist eben anderer wie beim High Row und da ziehe ich vom Gefühl her die Ellbogen zur Hüfte bzw. zum Oberschenkel. Natürlich muss man den Oberkörper noch etwas eindrehen. Als nächstes kommt der supinierte Griff vom Lat Pulldown. Und da habe ich dann tatsächlich ein bisschen übertrieben. Es hätten 8 Wiederholungen sein müssen, mindestens. Aber ich wollte mal wissen, wie gesagt, was in mir steckt. Und habe dann mit 50 Kilo eben erst die eine Seite gemacht und dann die andere Seite. Eben auch, um nochmal einen anderen Teil des Lats zu treffen. Ich habe mich mit den Knien draufgesetzt, um etwas eine andere Höhe zu bekommen, damit ich das ein besseres Gefühl habe. Genau. Dann kommt als nächste Übung der Bizeps Curl mit der SZ-Stange. Da mache ich das auch wirklich schwer mit 8 bis 9 Wiederholungen. Fand ich jetzt dann nach all den einseitigen Übungen, also immer links, rechts, auch mal eine gute Abwechslung. Und da versuche ich wirklich mit voller Kraft, teilweise schwer und falsch hier die Gewichte hochzustemmen, wie man hier sieht, und dann schaffe ich vielleicht noch eine. Yes. Dann kommt die Reverse Butterfly. Hier habe ich 4 Sätze gemacht. Da variiert die Wiederholungszahl etwas. Zwischen 10 und 15 Wiederholungen möchte ich bleiben. Ich habe vorhin einen Clip ausgelassen, da habe ich den ganzen Block genommen. Einfach weil Leonie das mal bei uns war und sie auch den ganzen Block bewegt hat, da wollte ich mal wissen, wie viel Kraft ich noch habe. Tatsächlich habe ich den Block mit ihm 7-8 Mal bewegt, aber jetzt gegen Ende des Workouts hatte ich kaum Kraft. Ja, hier treffe ich die hintere Schulter. Die Schulter verträgt viel Volumen, deswegen eben 4 Sätze. Und zum Schluss habe ich dann wieder die Bizeps Curls gemacht zum Pull-Oberkörper. Die habe ich dann nicht direkt nach den SZ-Stangen-Curls gemacht, da der Bizeps meiner Meinung nach längere Pausen braucht, um da eben
wieder fit zu sein. Deswegen habe ich den Bizeps-Block nicht alles hintereinander gemacht. Hier eben mit Zug von unten oder sogar von hinten und den Ellbogen möglichst auch hinter dem Körper gezogen. Ja, und als der Bizeps-Rückenblock fertig war, kam dann noch der letzte Block mit liegenden Leg Curls. Auch mit einem Top- und einem Back-Off-Satz. Im ersten Satz eben ungefähr 8 Wiederholungen, im zweiten Satz dann ungefähr 12. Und da sieht man schon, dass mich die Kraft verlässt. Und zu guter Letzt dann die sitzenden Leg Curls mit einem Gewicht, das ich ungefähr 12 Mal bewegen kann, auch 3 Mal in 3 Sätze. Und somit ist das der Überblick von einem Pull-Tag bei mir gewesen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ich wünsche dir ein geiles Training beim nächsten Mal. Oh man, diese langen Pausen, ein bisschen cringe, aber was willst du machen?